Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil ich finde die Frisur schon echt lustig, die wir jetzt gerade haben. Was habe ich jetzt gerade gelernt? Aufgelevelt, das war ein Versehen, ich wollte es nicht, ist egal. Schauen wir mal, was wir alles für verrücktes Zeug noch bauen könnten. Also was wir jetzt auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall gerne noch hätte, ich würde ja gerne zu Gewehre craften. Ich weiß nicht mal, wie das geht, ehrlich gesagt, wie wir die craften können. Wahrscheinlich vielleicht mit einer Werkbank. Haben wir eine Werkbank? Ah, wir müssen noch so viel craften. Es ist schlimm. So viel craften. Aber jetzt mal ganz ruhig bleiben. Jetzt mal ganz ruhig bleiben. Was ich jetzt eigentlich wollte, ist eine Sichel. Damit ich... Nein, jetzt habe ich Pelzschuhe gelernt. Na toll. Okay. Sichel. Sichel. Genau, die hätte ich gern. Metallsichel. Wahrscheinlich kann ich die lange nicht craften. Wenn ich die überhaupt einfach hier in meinem Inventar craften kann, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich brauche ich dafür schon irgendwie mindestens eine Werkbank. Na gut, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, ist Werkbank mal Zeit. Werkbank ist angesagt. Oder, wisst ihr was? Ganz anders. Ich sammle jetzt Fasern, ich sammle Holz, ich sammle Steine ganz viel und dann bauen wir das Häuschen mal fertig. Bei den Fasern ist es gerade gescheitert, dass ich ganz viel Holzdächer baue. Weil im Endeffekt ein paar Holzdächer, ein paar Steinwände, Strohdächer meine ich, ein paar Steinwände. Und dann ist mal ein kleines Häuschen im Grunde fertig. So das kleine Haupthäuschen für den Anfang mal. Man kann ja dann noch anbauen oder umbauen oder höher bauen oder weiter bauen oder neu bauen. Mehr Häuser bauen, ein kleines Dorf bauen. Ja, Dorf bauen. Dorf bauen, Dorf bauen. Yeah, yeah, yeah. Dorf bauen. Ist das nicht ein schönes Lied? Habe ich nur für euch geschrieben. Was ist denn das da hinten? Was bist denn du für einer? I don't like you. Ah, 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 ah. Jetzt hat er mir die Pfeile gestohlen. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Au. Nanu, was ist denn hier in dem Inventar? Steine und Feuerstein. Ach, das hat er mir alles gestohlen gehabt. Was für ein Arsch. Na gut, ich habe jetzt einen Pfeil irgendwo in mir drin stecken, aber ist halb so schlimm. Das kommt schon mal vor. Ja, was soll's. Na gut, Steine aufglauben. Und Beeren und Fasern. Und Faserbeeren. Und noch mehr Faserbeeren. Und noch mehr Faserbeeren. Und noch mehr Faserbeeren. So, jetzt haben wir genug Faserbeeren, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe den Schrank wieder eingeräumt mit Rohstoffen, oder? Wisst ihr, was eine super Komfortfunktion wäre? Das könnten die echt einführen. Wenn man an so einer Kiste steht, sollte man doch bitte die Ressourcen aus der Kiste gleich mit benutzen können, ohne dass man die erst ins Inventar verschieben muss. Das wäre, finde ich, ziemlich gut. Das wäre echt nett. Entwickler, macht ihr Notizen? Bitte. Das wäre wirklich eine coole Funktion, finde ich. Eine schöne Komfortfunktion. Könntet ihr machen. Also, ist natürlich Quatsch, dass ich annehme, die Entwickler würden jetzt hier das Video gucken. Aber ich sage ja nur. Hey, verdorbenes Fleisch nehme ich mal raus und dafür kommt Holz rein. Das Ganze wird angezündet. Das verdorbene Fleisch kommt hier rein. Wie stelle ich denn jetzt eigentlich was her? Ach so, mehr Narkobären sind notwendig. Ich habe Narkobären. Ja, nur lege ich die leider nicht rein. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Wenn ich erst drücke und dann gleich lenke, dann nehme ich immer das daneben. Ich muss ein bisschen warten. Erst drücken und dann kurz warten. Also, Gegenstand herstellen. Yeah. Yeah.
Und nochmals, yeah. Oh, das wollte ich nicht löschen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Ah ja, Eisenbarren werden hier, Metallbarren werden hier hergestellt. Das ist ja cool. Und nein, ich verhungere. Ist vielleicht zufällig schon Fleisch fertig? Jo, die nehme ich mir doch bitte mal. So, jetzt stell dich nicht so an. Isst die drei Fleisch und halt die Klappe. Ach so, ich wollte ja eigentlich Stroh herstellen. Strohdächer einfach nur. Einfache, simple Strohdächer. Dafür brauche ich Stroh, Holz und Fasern. Dann nehme ich mir mal aus dem Schrank, was wir so an Stroh, Holz und Fasern haben. Stroh. Fasern. Holz. Mehr Holz. Okay, jetzt schaue ich mal. So, und jetzt aufpassen. Aufpassen, Strohdach, kein schräges Strohdach. Genau, 5 Stück. Warum eigentlich nur 5? Wahrscheinlich scheitert es wieder an den blöden Fasern, oder? Nee, am Stroh scheitert es tatsächlich anscheinend. Na gut, ich verbaue jetzt mal, was ich habe. Sind zwar noch nicht viele, aber es reicht schon fast, glaube ich, um eine zweite Etage einzurichten. Ach so, warte mal. Das kann hier gar nicht sein. Verdammt. Naja. So, jetzt aber. Ja, dann würde ich sagen, muss es hier einen Überstand geben, weil sonst ist hier eine Lücke im Raum. Das finde ich nicht gut. Ich habe noch ein bisschen Fäkalien. Aber es ist immer noch kein Dünger draus geworden, oder? Anscheinend dauert es schon sehr lange, bis da mal Dünger draus wird. Oder ich mache irgendwas falsch. Wenn Stroh und Fäkalien langsam in hochwertigen Dünger. Naja. Da ist was angepflanzt. Wie hat denn der das gegossen? Ich weiß überhaupt nicht, wie der das gegossen hat. Verrückt. Voll cool. Okay. Herstellen. So, ich wollte eigentlich eine Werkbank nämlich herstellen. Aber wie? Wo vor allem? Wo? Ich mache mal alphabetisch. W wie Werkbank dürfte ziemlich weit unten sein. Hier. Ich brauche 5 Metallbarren. Ganz viel Steine und Leder. Vielleicht brennt er sogar deswegen die Metallbarren hier drüben schon. Wer weiß. Was haben wir denn hier? Eine Räucherkammer. Lager hier deine verderblichen Waren. Zusammen mit Zündpulver, um sie zu konservieren. Aha, ziemlich cool. Nein, nicht ausmachen. Inventar öffnen. 3 Barren sind jetzt da drin. Wie viel bräuchte ich für die Werkbank? Muss es wieder alphabetisch sortieren. So. Für die Werkbank 5. Naja, das geht nicht. Schade. Okay, dann halt nicht. Was haben wir hier? Auch keine Metallbarren drin? Nope. Naja, dann gehe ich mal Holz kloppen. Und ein paar Steine vielleicht. Ich kenne mich ja hier auch nicht aus. Ich hau einfach mal hier gegen den Baum. Wird schon gut gehen. Ach so, warte mal, wir brauchen Stroh, damit ich das Haus weiterbauen kann. Na, dann hole ich mir mal eine ordentliche Ladung Stroh und ein paar Steine, würde ich sagen. Stroh, Stroh, Stroh und Steine. Ups, falscher Knopf. Cool. Stroh kann man schon sehr schnell zusammenfarmen. Das ist wirklich überhaupt kein Problem.
Was, ich bin jetzt schon überladen und wir haben noch nicht mal Steine geklopft. Also wenn du meinst, du bist jetzt schon überladen, dann wart mal ab, bis wir den da in handliche kleine Steinchen umgewandelt haben. Den großen Klotz hier. Dann sind wir mal überladen, glaube ich. Aber sowas von. Oh oh, wir verhungern bald schon wieder. Wir kriegen bald schon wieder Hunger und durstig sind wir auch schon ziemlich. Und erschöpft sind wir auch. Naja, dann machen wir mal eine Crafting-Pause, wenn das so ist. Und zwar mit Strohdach. Ganz normales Strohdach. 14 Stück. Brauche ich wirklich so viel? Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche 5, glaube ich nur. 1, 2, 3, 4, 5. Steinwände bräuchte ich noch. Steinwände, wo seid ihr? Ich finde sie nicht da. Ach so, konnte ich nur einen herstellen? Anscheinend nur eine Steinwand herstellen können. Ich tue. Ist okay. Und so Schrägen brauche ich. Ich brauche so Schrägen. Ich hätte gern so Schrägen aus Stein, ehrlich gesagt, am liebsten, wenn es eine Möglichkeit wäre. Steinschräge. Ich brauche zweimal rechts und zweimal links. Einmal rechts mache ich jetzt. Das heißt, noch mal einmal rechts und noch einmal links. Nee, im Grunde sogar mehr. Im Grunde dreimal. Alles dreimal. Oh oh, kaputt. So. Oh, und schon ist er weg. So, dann stelle ich noch mal ein bisschen was her. Und zwar Steinschrägen. Zwei linke kann ich jetzt herstellen. Wir brauchen mehr Steine. Viel mehr Steine. Noch mehr Steine. Aber da muss ich echt mal aufs Essen achten. Heiße sie auch noch. So. Mann, das verbraucht ganz schön Energie, so einen Stein klein hauen. Aber ich glaube, das ist auch relativ realistisch. Ich glaube, so einen riesen Klumpen in 100 kleine handliche Steine zu klopfen. Jupp. Und das alles an einem Nachmittag. Nicht schlecht. Okay, was ist das da oben eigentlich? Ah ja, die Rauchgranate. Mann, da braucht man Zeug für so eine Rauchgranate. Aber es geht. Aber ich will ja gar keine Rauchgranate, ich will ja eigentlich eine Giftgranate. Aber die ist ja nochmal viel schwerer. Also, zwei hiervon. Eins davon. Und der Rest in Steinwände investiert. Oh, da ging gerade mal zwei. Warum nur so wenig? Weil wir mehr Steine brauchen. Ja, die Antwort war leicht. Ist logisch. Dann sammle ich auf dem Heimweg noch ein paar Steine, damit wir komplett überladen sind und uns nicht mehr bewegen können, wie sich das gehört. Achso, Moment. Ich will immer das Inventar öffnen und mach's Feuer aus. Oh, gleich 24. Kann ich da auch nur ein paar davon nehmen? Ich brauche echt keine 24 Fleisch. Ich esse mal 3. Pack die anderen hier rein. Mit was zusammen müssen wir die? Mit Zündpulver. Ha, wie stellen wir Zündpulver her? Aber jetzt warte mal, wo ist denn das Fleisch? Ach, unten in meinem Inventar ist es. Ich packe das Fleisch mal hier rein. Und jetzt schaue ich mal, wie wir Zündpulver herstellen können. Zündpulver. Ach, wir haben hier Zündpulver. Cool. Dann mache ich mal Zündpulver in den Schrank. So, und jetzt bleibt unser Fleisch für immer haltbar, oder wie? Nee, verdirbt immer noch. Aber erst in einer Stunde und 47 Minuten verdirbt jetzt eins davon. Das ist ziemlich gut. Da kann ich auch was beisteuern.
Wenn auch nicht viel, aber einen Metallklumpen habe ich hier. So. Cool, Steinmauer. Zack, die Dachschrägen. Oh, warte mal. Was ist denn jetzt passiert? Nichts, oder? Nee. Dachschrägen. Na, komm, was ist denn los? Warum kann ich die nicht runterlegen? Die Dachschrägen. Irgendwie komisch manchmal. So, jetzt. Also, ich mach mal den Raum hier. Der Raum wird nämlich fast fertig, glaube ich. Aber leider nicht ganz. Gerade so nicht. Oder? Etwa doch. So, Dachschräge. Ah, jetzt ist sie wieder stur. Du sollst so sein wie die andere Dachschräge. Aber warte mal, vielleicht, wenn wir erstmal Dach oben drauf bauen. Hallo? Also so sollte es aber eigentlich nicht sein. Okay, ich habe eine Idee. Hallo? Warum kann ich denn da jetzt nicht? Was ist denn jetzt? Also jetzt verstehe ich aber hier echt gar nichts mehr. Ist das Dach da oben im Weg? Ist das Dach schuld? Ich muss es mal abreißen, leider. Mal schauen. Vielleicht sollte ich aufpassen, dass ich von unten nach oben baue und nicht oben anfange. Wahrscheinlich hilft's. So, so weit, so gut erstmal. Brauchen wir hier noch ein bisschen mehr Dach. Da machen wir einen Überstand. Da kommt ja dann Schrägdach hin, aber hier hätte ich jetzt gerne. Aber das geht jetzt gerade nicht. Aber hier, dann die beiden könnte man noch mitnutzen wenigstens. Hey, cool. Ein zahmer Diplosaurus. Das finde ich ja mal cool. Wie viele Böden habe ich denn noch? 3 Stück. Naja, perfekt. Dann machen wir die jetzt mal hier. Dann haben wir hier auch so einen kleinen Überstand. Dann brauchen wir jetzt aber noch ganz viel Steine für ganz viel Steinwände. Cool. Hallo, Kleiner. Na, wie geht's? So ein braver Dino. Wisst ihr, was wir unbedingt bräuchten in dem Spiel? Eine Streichelanimation. Das wäre sehr cool. So, und was ich jetzt unbedingt bräuchte, wäre Stein. Also gehe ich Steine klopfen. Beziehungsweise auf dem Weg kann ich ja schon mal Steine sammeln. Steine sammeln ist eh auch nicht uneffektiv. Das darf man irgendwie nicht unterschätzen. Wenn ich hier einfach mal stehen bleibe und die ganze Zeit nur Steine aufhebe, kommt ganz schön was zusammen. Guckt euch das an. Einfach nur, was so am Strand rumliegt. Über 30 Steine. Nur noch ein paar Beeren. Auch nicht schlecht. So, jetzt aber. Steine klopfen. Ach ja. Ist schon cool. So, da la. Ich würde leider sagen, wir müssen jetzt hier die Folge wieder beenden für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, bauen wir uns ein Haus aus Schweinskopfsülze. Macht's gut, bis dann. Ciao.